Kundenwünsche verpackt in einem Karton. Viele Millionen Pakete im Jahr. Otto, weltgrößter Universalversender. Die Otto-Zentrale in Hamburg. Hallo und herzlich willkommen bei Otto. Mein Name ist Lisa Wagner. Wie darf ich Ihnen helfen? Das Weltstadtangebot aus Hamburg auch für Sie. Gleich Katalog anfordern vom Otto Versand Hamburg. Michael Otto, Inhaber, Aufsichtsratsvorsitzender. Die Otto Group, 123 Tochterunternehmen in 20 Ländern. Der Familienname ist Konzernname. Da ich mit dem Unternehmen aufgewachsen bin, war für mich eigentlich über viele Jahre ist ganz selbstverständlich, ganz normal. Irgendwann werde ich das Unternehmen mal übernehmen. Herzlich willkommen bei Otto. Mein Name ist Ina Wirtemann. Wie darf ich Ihnen weiterhelfen? Fast 50.000 Menschen arbeiten für das Unternehmen. Mehr als die Hälfte des Geschäfts? Onlinehandel. Otto weltweit die Nummer 1 bei Fashion und Lifestyle. Nach Amazon zweitgrößter Online-Verkäufer. Das Büro von Aufsichtsratschef Michael Otto, die zweite Generation im Familienunternehmen. Promovierter Volkswirt, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Mit seiner Frau Christel, einer Malerin, ist er schon seit 1969 verheiratet. Öffentlich engagiert sich Michael Otto für die Umwelt. Die Familie gehört zu den reichsten Deutschen. Sie sind Mäzene im karitativen Bereich oder wenn es um Sport und Kunst geht. Mit 300 Katalogen fing es 1950 an. Millionen Auflagen überfluten heute die Haushalte. Fotoshootings in aller Welt. Schönheiten sind Werbebotschafter. Bauer, Heine, Schwab, Bonprix, alles Otto. Aber auch Sportcheck, das Traditionsunternehmen Franconia oder Manufaktum. Die Ottos reagieren auf immer neue Trends. Ein Unternehmen aufzubauen, zu entwickeln, ein neues zu gründen, ist ein schöpferischer Prozess. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Sein Bruder Alexander leitet den Immobilienkonzern ECE, spezialisiert auf Einkaufscenter, auch eine Gründung des Vaters. Als Familienunternehmen, glaube ich, hat man einen gewissen Vorsprung gegenüber einem börsengehandelten Unternehmen, weil man sich sehr stark inhaltlich mit den Entscheidungen, die man zu treffen hat, befassen kann, durchaus auch gewisse Risiken einmal übernehmen kann und nicht zu viel Zeit damit verbringen muss, sich gegenüber Analysten, gegenüber Anlegern oder Aufsichtsräten zu rechtfertigen. An der Börse werden keine Werte geschaffen, da wird nur geschoben. Ein Satz von Unternehmensgründer Werner Otto. Die Söhne sind nicht an die Börse gegangen und haben ihm ein Denkmal gesetzt. Werner Otto, inzwischen 102 Jahre alt, Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats auf Lebenszeit. Von seinen 5 Kindern sind 2 Söhne im Unternehmen. Werner Otto. Galionsfigur des Wirtschaftswunders. Geboren 1909 in der Mark Brandenburg. Prenzlau. In Nachbarschaft zur Marienkirche, im Zentrum der Garnisonsstadt, eröffnen Ottos ihre Kolonialwarenhandlung. Kaufmann Otto lässt bauen. Im Erdgeschoss das Geschäft, darüber eine Wohnung für die Familie. In bester Lage. Manchmal fährt sogar ein Auto vorbei. Berliner auf der Durchfahrt. Sohn Werner ist überzeugt, im Laden der Eltern gibt es alles. Das Geschäft floriert.
Auf dem Hof Getreidespeicher. Als Großhändler beliefert der Vater die ganze Umgebung. Werner Otto erinnert sich an eine behütete Kindheit, obwohl seine Mutter stirbt, als er ein Jahr alt ist. Die Stiefmutter zieht ihn groß, wie ihre drei eigenen Kinder. Der Erste Weltkrieg ist verloren, hunderte Gefallene beklagt die Stadt. Wirtschaftlich unruhige Zeiten brechen an, das Geschäft des Vaters geht bankrott. Am humanistischen Gymnasium will Werner sein Abitur machen, später Schriftsteller werden. Die Eltern können das Schulgeld nicht mehr aufbringen, er beginnt eine kaufmännische Lehre. Aufstieg und Fall des elterlichen Unternehmens, eine prägende Erfahrung. Werner Otto, 1999, unterwegs in Brandenburg. Ich wollte Schriftsteller werden. Und wollte mal, glaubte mal, der große Dichter Deutschlands zu werden. Aber als im Dritten Reich zwei druckreife Manuskripte von mir beschlagnahmt wurden, habe ich umgedacht und gesagt, jetzt musst du erst mal einen Beruf ergreifen und Geld verdienen. Und so wurde ich Kaufmann. Und heute bin ich nicht mehr in der Lage zu schreiben. Ich kann ein Buch schreiben über die Entwicklung des Otto-Versands, solche Dinge, nüchterne Sachen. Aber das Dichterische ist völlig verloren gegangen. Berlin, die Metropole für den zukünftigen Schriftsteller. Sein Lebensunterhalt ist gesichert. Mit einer kleinen Erbschaft macht sich Werner Otto als Zigarrenhändler selbstständig. Er ist Anfang 20, jetzt soll die Karriere losgehen. Tagsüber steht er im Laden, in den Nächten geht er aus. Tanzen, tanzen, tanzen. Dabei lernt er Eva kennen, seine zukünftige Frau. Für Werner Otto ist Berlin die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Klar, Berlin Ende der 20er Jahre, da war eine ganze Menge los. Ist gern noch immer tanzen gegangen. Mein Vater hat auch gerne immer gefeiert, teilweise auch bis früh morgens. Ist auch so ein bisschen Nachtmensch gewesen. Nicht nur in die Nacht gearbeitet, sondern auch gern mal gefeiert und hat ja tolle Erinnerungen an Berlin. In der Nähe vom Alexanderplatz wohnt er möbliert, mittendrin in Straßenschlachten und Aufmärschen. Werner Otto schreibt Romane gegen die Kapitalisten und ist national gesinnt. »200.000 Berliner bereiten Hitler 1932 einen triumphalen Empfang. Sie reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen zu gut geht.« Solchen Reden misstraut Werner Otto. 1933 übernehmen die Nazis die Macht. Ohnmächtig zusehen ist nicht seine Sache. Er will Flugblätter gegen Hitler verteilen und wird erwischt. Das Urteil? 2 Jahre Haft in Plötzensee. »1936 ist Werner Otto endlich frei und steht wieder in seinem Laden. Spitzel beobachten ihn ständig. Als der Krieg beginnt, nutzt er das Chaos und verlässt die Stadt. »500 Kilometer entfernt lässt er sich mit seiner Frau Eva in Westpreußen bei Kulm nieder. Gemeinsam eröffnen sie ein Schuhgeschäft. 1943 entdecken die Behörden Werner Otto, prompt kommt die Einberufung. Kein leichter Abschied, seine Tochter Ingwild ist 2, Sohn Michael gerade geboren. Es geht nach Osten, Frontbewährung für den Vorbestraften. Werner Otto ist Nachrichtenmann. Schwer verwundet erlebt er das Kriegsende im Lazarett. Hamburg, die Stadt für einen Neuanfang. Drehscheibe für Hunderttausende Flüchtlinge.
Trümmer und Verwüstung lähmen Werner Otto nicht. Er hat das Gefühl, jetzt geht es nur noch bergauf. Die vierköpfige Familie kommt in einem kleinen Zimmer in der Innenstadt unter und bald hat Werner Otto seine Geschäftsidee. Schuhe werden dringend gebraucht. In der britischen Besatzungszone gibt es Leder, aber keine Schuhproduktion. Werner Otto beschafft Maschinen, sucht Mitarbeiter. In dieser Zeit trennt er sich von seiner Frau Eva, aber nicht von seinen Kindern. Sohn Michael nimmt er oft mit. Ich erinnere noch, dass ich als kleiner Junge mit meinem Vater über die Wiese ging, wo er sagte, das Grundstück möchte ich kaufen und da will ich mit einer Schuhfabrik beginnen. Die Gurken, wie Werner Otto seine einfachen Modelle nennt, wird er reißend los. Auch nach der Scheidung der Eltern immer dabei, Michael Otto. Das Tollste war für mich, dass die Lederabfälle, die bei dem Stanzen einfach dann überblieben, kamen in einen großen Raum, um dann entsorgt zu werden. Und ich habe dann in diesen Lederabfällen immer gesucht nach größeren Lederstücken. Die fand ich dann auch ab und an. Und bin mit denen dann zu umliegenden Schustern gegangen, habe die verkauft, sodass ich da dann schon mein erstes Taschengeld selbst eingeworben habe. Im Sommer 1948 kommt die D-Mark. Es gibt wieder Waren wie in Vorkriegszeiten. Das jetzt anlaufende Jedermann-Programm dient dem Zweck, innerhalb der sozialpolitisch wichtigsten Bedarfsbereiche eine fortlaufende Versorgung der Bevölkerung mit guten, preiswerten Waren sicherzustellen. Ottos Schuhe sind Ladenhüter und die Firma ist pleite. Mit 3 Mitarbeitern startet er 1949 schon wieder durch. Diesmal mit einem Schuhversand. Der erste Katalog handgefertigt. Im Angebot 28 Paar Schuhe. Besonders beliebt der Damenschuh California. Die Kunden, die einen Schuh haben wollten, haben erst einmal den linken Schuh bekommen und dann mussten sie den begutachten und dann unter Umständen eine Order geben, auch für den rechten Schuh. Da wurde der rechte Schuh wurde dann nachgeliefert. Gerhard Knoske ist Mitarbeiter Nummer 13. Monatsgehalt 250 D-Mark. Versandleiter steht im Vertrag. In den Pionierzeiten sind die Otto-Mitarbeiter Mädchen für alles. Pakete bringt jeder mal zur Post. Der Chef als Dressman im Popelinmantel. Die Warenpalette wird größer. In den Baracken arbeitet der Unternehmer Tür an Tür mit seinen Ottonen, wie die Otto-Mitarbeiter in Hamburg-Schnelsen genannt werden. Den Einkauf, gute Ware zu günstigen Preisen, erklärt er zur Chefsache. Wir sind dann zu dritt zu Fabrikanten hingefahren, die auch in der Nähe von Hamburg gewesen sind und wo wir dann die Ware auch gekauft und geholt haben und dorthin gefahren sind und dann wurde eingesackt und dann sind wir also dann auf dem schnellsten Tempo wieder in die Firma zurückgefahren. Der erste Verkaufshit, die Marine-Klapphose. Schlaghosen aus Marinebeständen. Der Erfolg beflügelt. Werner Otto gibt die neue Linie vor. Textilien sind Schwerpunkt. 1952 heiratet er zum zweiten Mal. Mit seiner Frau Jutta bekommt er später Sohn Frank. Nicht nur die Firmenautos, auch die Kataloge werden größer. Es wurde ja zuerst alles mit der Hand gezeichnet. Also und diese furchtbar vielen Muster. Und alleine, wenn ich da schon an diese Schlafanzüge und Kittelschürzen denke, es war unglaublich, was man da also alles so machen musste. Tagelange Arbeit, die Kittelschürzenparade. Das Wirtschaftswunder gewinnt an Fahrt. Es gibt alles und alles im Überfluss.
Konkurrenz sind die großen Warenhäuser mit Billigangeboten. Otto geht in die Offensive. Für Sammelbestellungen gibt es 5% Rabatt. Freunde und Nachbarn blättern. Und wenn wir spät gearbeitet haben, wurde ein Feldbett hingestellt und da konnte ich dann übernachten. Und am nächsten Tag machte dann die Frau Rebschläger, die hatte damals die Küche da unter sich, die machte uns ein Frühstück. Und dann mussten wir aber wirklich, obwohl wir lange gearbeitet haben, wieder um 8 Uhr am Platz sein. Keine Ausnahme. Die Otto-Kinder gehören fast zur Belegschaft. Außerhalb der Arbeit bleibt ihrem Vater nicht viel Zeit. Ein 17-Stunden-Tag ist für ihn die Regel. Aber es wurde auch viel gefeiert. Die erste 100.000 D-Mark Umsatz, die erste 1 Million D-Mark Umsatz. Otto Mannekens, Gesichter des Wirtschaftswunders. ...1956 zieht der Otto-Versand um. Er war sehr, sehr mutig in seinen Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, eine ganz besondere Fähigkeit gewesen, dieses Unternehmen zu gründen. Das, glaube ich, nur sehr wenige Menschen wirklich nach dem Krieg hatten. Viele beneiden die Otto-Mitarbeiter. Niemand sonst hat 1956 eine 5-Tage-Woche. Schlagerfan Otto lässt ein Lied komponieren. Wer macht heute kaum Reklame? Weil in aller Mund sein Name, ja, wer steht auf neuestem Stand? Nur der Otto-Versand, Hamburg. Jeder Einkauf wird sich lohnen, darum schreiben auch Millionen täglich neu aus Stadt und Land an den Otto-Versand, Hamburg. Bitte schicken Sie mir dies, bitte schicken Sie mir das aus Ihrem Katalog. Denn das Kleidchen war so süß und es passte wie nach Maß, was ich zuletzt... Immer neue Waren kommen hinzu. Der Otto-Katalog, das Warenhaus in der Tasche. In 10 Jahren hat Otto die etablierte Konkurrenz überrundet. Ein Großbetrieb mit 100 Millionen Jahresumsatz. Der Chef legt den Grundstein für seinen neuen Firmensitz, bis heute die Otto-Zentrale. Werner Otto ist kein Kumpeltyp, aber einer, der feiert, wenn es dazu Anlass gibt. Als Polizist kostümiert zur Jubiläumsfeier 1959. Ich war wie eine große Familie. Hat sehr viel Spaß gemacht. Man hatte das Gefühl, man wurde sehr gebraucht, dass man wichtig war für die Firma. Damals wie heute, der Katalog ist das Schaufenster im Versandhaus. Caroline, schau mal, wer ist? Hier strecken noch, hier. Ja, sehr gut. Aus dem Otto-Studio in Hamburg kommen in jedem Jahr mehr als 85.000 Fotos und Videos. Vorbereitung für den perfekten Auftritt. An digitalen Arbeitsplätzen laufen die Fotoshootings gleichzeitig. Glamour-Welt der Models, keine Spur. Fotografen, Stylisten und Models arbeiten sich gemeinsam durch die Kollektion. Kreativität im Akkord. Jede Ware wird in Form gelegt, ins Licht gerückt, aus dem günstigsten Blickwinkel fotografiert. Arbeit für ein Heer von Fotografen.
Die Postproduktion im Hamburger Studio. Jedes Foto für die Saison- und Spezialkataloge wird nachbearbeitet. Bildoptimierung heißen solche kleinen schöner Schwindeleien. Der Katalog ist das A und O. Otto wirbt seit den 60er Jahren im Fernsehen. Schon da? Immer wieder große Freude. Eine großartige Sache. Gemeinsam bestellen mit diesem Katalog. Gleich schreiben an Otto Versand, Hamburg. Das Hamburger Wahrzeichen, die Fontäne auf der Binnenalster, gehört in den 60er Jahren zur Otto-Werbung. Werner Otto ist bekennender Hanseat geworden. Er bleibt in der Stadt, obwohl der Bau der neuen Otto-Zentrale im Umland billiger wäre. Das Baugeschehen überwacht er zusammen mit Sohn Michael und ist überzeugt, gemeinsam werden wir es noch weit bringen. Er hätte ja auch sogar am liebsten gesehen, dass ich gleich nach Abitur in das Unternehmen gekommen wäre. Aber da hatte ich auch ganz klar gesagt, ich will erstmal Lehre, Studium, meine eigene Ausbildung machen und mich selbstständig machen und dann gerne ins Unternehmen kommen. Der Unternehmersohn will auf eigenen Füßen stehen. Neben seinem Volkswirtschaftsstudium arbeitet er in München als selbstständiger Immobilienmakler. Damit habe ich dann auch mein Studium verdient und mich eben auch unabhängig gemacht, was für mich einfach auch ganz wichtig war, um selbstständig zu werden, um einfach auch das Gefühl zu haben, ich bin nicht von meinem Vater abhängig, ich bin nicht vom elterlichen Unternehmen abhängig, sondern ich kann mein Geld auch selbst verdienen. Anfang der 60er ist der Paketversand auf 10.000 pro Tag gestiegen. Otto schafft Computer an. Große Kästen, ein unübersehbarer Fortschritt. Das gibt es 1963 nur bei Otto. Anruf genügt, die Telefonbestellung. Schön, dass Sie bei Otto eine Einrichtungsberatung haben. Sie sind bei mir in der Vermittlung. Hallo und herzlich willkommen bei Otto. Sie sprechen mit Michael Hennings. Wie kann ich helfen? Guten Morgen. Nee, das ist ärgerlich. Sagen Sie mir noch einmal Ihre Personalnummer. Ja, geht das um den Fernseher? Okay, ich schau mal eben rein. Ah, steht bei mir auch, innerhalb einer Woche. Der sollte nächste Woche da sein. 6 Stunden dauert die Schicht. Fragen beantworten, Probleme klären, Auskunft geben. Oberstes Gebot, immer freundlich bleiben. Das Internetgeschäft verdrängt die klassische Telefonbestellung. Alle Mitarbeiter bearbeiten auch E-Mails. In den Callcentern wird rund um die Uhr gearbeitet. In der Otto-Chefetage heißt es in den 60ern, Schluss mit brav, Opas Versandhandel ist tot. Beat ist die Begleitmusik der Jugendrevolte. Schrille Klamotten sind angesagt. Das können wir auch. Der Otto Postshop ist der erste Versand für Teens und Twents. On the top. Postshop. Postshop, Magazin 69, der Knüller der Saison von Europas größter Versandboutique. Jung, schick. Werner Otto hat sein Unternehmen an die Spitze gebracht. Nur Quelle hat jetzt noch höhere Umsätze. Im Alter von 54 Jahren heiratet er zum dritten Mal. Seine Frau Maren ist 30 Jahre jünger. Zusammen haben sie 2 kleine Kinder, Tochter Katharina und Sohn Alexander. Wieder einmal gibt er seinem Leben eine andere Richtung. Er hat, glaube ich, auch sehr stark Raubbau an seinem Körper betrieben. Er hat dann auch einen Kreislaufkollaps gehabt und hat dann aber sehr stark umgeschaltet. Gesünder sich ernährt, unheimlich viel abgenommen und auch das Tagesgeschäft abgegeben. Und das hat er schon Mitte der 60er Jahre, also quasi als ich geboren wurde. Und da hat er sich mehr und mehr auf die strategischen Dinge, auf die Aufsichtsratspositionen zurückgezogen. Und das hat zu einer Veränderung seines Lebens geführt. Werner Otto ist nicht mehr täglich in der Firma. Lebensmittelpunkt ist jetzt Garmisch, wo er mit der Familie lebt. Das Versandhaus läuft auch mit dem Unternehmenslenker im Hintergrund.
Die Geschäfte übergibt er vorübergehend an einen familienfremden Manager. Intelligenz ersetzt nicht Erfahrung, ist einer von Werner Ottos Merksätzen. Sein Sohn soll genügend Zeit haben, sich in der Chefetage einzuarbeiten. Mit dem Doktortitel in der Tasche kommt Michael Otto 1971 in das Unternehmen. Mit 28 Jahren ist er in der Bundesrepublik das jüngste Mitglied im Vorstand eines Konzerns. Und als ersten Punkt wollen wir uns mit der Frage der Entwicklung unseres Einrichtungskatalogs auseinandersetzen. Dazu Manager Günter Navrat führt das Unternehmen. Michael Otto, der Newcomer, wird Einkaufschef. In Navrat hat Otto Junior einen guten Lehrmeister. Ich habe damals die Erfahrung gemacht, es gab eigentlich drei Gruppen von Mitarbeitern. Die eine Gruppe, die sagte, naja, der soll ja nicht glauben, nur weil er der Sohn ist, dass er hier deswegen alles besser kann. Die werden schon mal zeigen, dass er von diesem Geschäft noch gar nicht so viel versteht und die also eher sehr kritisch herangingen. Dann gab es eine Gruppe, die im vorauseilenden Gehorsam meinten, naja, der wird mal der Chef in Zukunft werden, da müssen wir also besonders freundlich sein, uns besonders bemühen. Die Gruppe war mir auch nicht so sympathisch. Eigentlich am sympathischsten war mir die dritte Gruppe, die mich ganz normal genommen hat. Aus dem Nichts hat der Vater ein Firmenreich geschaffen. Der Sohn will daraus ein Weltreich machen. Otto ist 1972 mit modernster Technik gerüstet. Magnetbänder speichern die Aufträge. Die Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital der Firma. Insgesamt 5000 Festangestellte arbeiten Anfang der 70er Jahre im Konzern. Die Pakete kommen nicht mehr mit der Post ins Haus. Die bringt jetzt Hermes, der Paketdienst von Otto. Das Familienunternehmen ist in Hamburg zu einem wichtigen Arbeitgeber geworden. Die Kataloge spiegeln den Zeitgeist der Jahre. 1973, 35.000 Artikel auf 900 Seiten. Pink ist Trend. Werner Otto, der Mann am Stehpult. Ohne neue Aufgaben wird ihm langweilig. Er verkauft vorübergehend Unternehmensanteile, behält aber die Führung. Das Geld steckt er in Immobilienunternehmen in Kanada und den USA. Einkaufszentren imponieren ihm in Amerika. So etwas will er in Deutschland bauen, zum Beispiel in Hamburg, Poppenbüttel. Alexander Otto leitet seit 2000 das Unternehmen ECE, das Werner Otto unabhängig vom Versand gegründet hat. Schwerpunkt damals Entwicklung von Shopping-Malls. Das Alstertal-Einkaufszentrum eröffnet 1970. Werner Otto hat mit 60 Jahren sein neues Aufgabengebiet. Insbesondere hat das Immobiliengeschäft ihn unheimlich interessiert. Und nachdem er sozusagen der Otto-Versand in gute Hände übergeben war, hat er sich sehr stark dem Aufbau der ECE gewidmet, Einkaufszentren in Deutschland und in Europa zu entwickeln. Und er hat eine sehr starke Zukunft gesehen. Und mich hat das Geschäft unheimlich gereizt von Anfang an. Inzwischen hat fast jede größere Stadt so ein Center und die ECE ist ein internationaler Konzern für Projektentwicklung. So erfolgreich sind nicht alle Unternehmungen von Versandhauspionier Werner Otto. In den 70er Jahren eröffnet er Warenhäuser, auch in der Gropiusstadt in West-Berlin. Die Umsätze sind mau. Er verkauft die Konsumtempel aus Beton bald wieder. Und auch bewundernswert, dass er auch bereit war, Fehler zu akzeptieren. Dinge, die nicht funktioniert haben, mal zu schließen. Er hatte ja mal eine Kette von Autowaschanlagen aufgebaut, hat nicht funktioniert, dann hat er es wieder geschlossen und ist zum nächsten Gebiet gegangen. Und ich glaube, das ist wichtig auch, dass man immer bereit ist, sich zu wandeln. Wandel weithin wahrnehmbar. Doch Veränderung machen die Mitarbeiter. Ohne ihre Anstrengungen ist ständiger Wandel unmöglich. Otto, kein Unternehmen mit Kuschelatmosphäre. 1981 übernimmt Michael Otto den Chefsessel. Kann ein Mann allein so viel Verantwortung übernehmen? Das Schwierigste ist sicherlich, beides zu beherrschen. Das heißt, aufzubauen, wo man teilweise dann wirklich auch noch etwas autoritärer durchgreifen muss, um einfach möglichst schnell dann in gewisse Größenordnung zu kommen.
und wo man nicht die Zeit hat, alle Alternativen zu diskutieren, sondern dann eben auch schneller handeln muss, aber eben erkennt, dass man ab einer gewissen Größenordnung nicht mehr selbst alles kann und auch nicht glauben sollte, man kann alles. Waren aus allen Kontinenten kommen heute per Schiff. Mitte der 80er trimmt Michael Otto den Konzern auf Ökokurs, macht umweltbewusstes Handeln zum Unternehmensziel. Ökologie und Ökonomie sind kein Gegensatz, findet der Chef. Haldens Leben in Sachsen-Anhalt, 30 Kilometer von Magdeburg entfernt. Ein kleiner Ort mit einem riesengroßen Lager. Gebaut auf Ackerland, 5 Jahre nach der Wende. Arbeitsplatz für 3000 Menschen aus der Region. Tausende Kartons werden an den Luken täglich entladen. Der entscheidende Moment. Das Paket bekommt einen Strichcode und wird registriert. Sonst ist es unauffindbar verloren. Vom Einlagern bis zum Ausliefern legt jede Ware weite Wege zurück. Eine computergesteuerte Reise. Hochlager herrscht chaotische Lagerhaltung. Das bedeutet, es wird nicht sortiert, sondern kontinuierlich eingelagert. Durch den Strichcode sind Lagerplatz und Wareninhalt verkoppelt. Der Rechner steuert den Roboter zum richtigen Paket. Kommissioniererinnen stellen die angeforderten Artikel zu Warengruppen zusammen. In den Plastikwannen werden sie zur Sortieranlage geschickt. Bis zu 40.000 Artikel sortiert diese Geisterbahn pro Stunde. Haldensleben ist eines der modernsten Logistikzentren in Europa. Nach Kunden geordnet, rutscht die Lieferung in ein Fach. Die Bestellung ist komplett und landet zum Schluss wieder in einem Karton. In Spitzenzeiten gehen 300.000 Sendungen am Tag über das Band. Michael Otto hat das Hamburger Kataloggeschäft zum Global Player mit verschiedenen Sparten und internationalen Tochterunternehmen gemacht. Ein Einzelunternehmen ist natürlich auch gefährdet, wenn man starke konjunkturelle Schwankungen hat, wenn plötzlich eine Branche in Schwierigkeiten gerät. Dann ist man mit einem Unternehmen natürlich voll davon abhängig. Während wenn man verschiedene Unternehmen hat, mit denen man verschiedene Kundengruppen anspricht, wenn man in verschiedenen Ländern aktiv ist, dann kann man natürlich einen ganz anderen Ausgleich für die Gesamtgruppe mitbringen, als wenn man sich auf ein Unternehmen konzentriert. Neue Kundengruppen. Nach der Wende macht Otto in Ostdeutschland Furore. Die Sammelbestellung feiert ein Comeback. Schneller sein, Trends aufgreifen, wenn andere noch darüber lächeln, das ist die Stärke der Versanddynastie. Jahrelang experimentiert Otto mit interaktivem Fernsehen. Anfang der 90er, das Internet steckt noch in den Kinderschuhen, Michael Otto ist klar, das ist der richtige Weg.
Der ganze Katalog online. In den 90ern eine Sensation. Wenn irgendetwas gut lief, dann habe ich eigentlich immer gesagt, da brauchen wir exzellentes Management. Aber da muss ich nicht unbedingt jetzt noch so aktiv dabei sein, sondern mich hat dann immer wieder gereizt, in einen neuen Markt zu gehen oder neue Konzepte zu entwickeln. Also dieses Neue, das fand ich immer faszinierend. Berlin, Potsdamer Platz. Für eine Fläche von 240.000 Quadratmetern ist die ICE für das Projektmanagement verantwortlich. Die Aufbruchstimmung in den 90er Jahren zieht den 90-jährigen Werner Otto nach Berlin. Ehepaar Otto lebt in Zehlendorf. Ein Büro am Kudamm mietet er für 5 Jahre mit Option auf 10 Jahre Verlängerung. Familienzusammenhalt hat ihr Leben glücklicher und das Unternehmen erfolgreich gemacht. Und deshalb tauschen wir uns da sehr, sehr offen und gut aus und gibt zum Glück diesen Konkurrenzkampf gar nicht, den es vielleicht in anderen Familien gibt. Der jüngere Bruder Alexander Otto hält bei Hanse Control Cert die Mehrheit, ein unabhängiges Prüfinstitut. Wichtigster Auftraggeber, der Versand. Testmarathon für ein Fahrrad. Bevor ein Artikel in den Katalog kommt, prüft das Labor Sicherheit und Haltbarkeit. Belastungsprobe gegen Reißverschlussärger. Elektrosmog sieht man nicht. Staubsauger, Radiowecker, Waschmaschinen, alle müssen ins Labor. Spielzeug kaputt machen für einen nützlichen Zweck. Erst Versuchsreihen zeigen, ob Gifte enthalten sind. Das Labor in Hamburg prüft fertige Waren. Otto kümmert sich schon vorher um die Lieferanten, auch im Ausland. Arbeiten sie umweltverträglich? Wie behandeln sie ihre Arbeiter? Wunsch und Wirklichkeit klaffen oft auseinander. Schulungen und häufige Kontrollen sollen helfen. Standards für Produkte setzen sich einfacher durch. Der Kunde ist bei Otto König. Tag und Nacht kann er bestellen, Auslieferung nach Wunschzeiten. Der Familienunternehmer steht mit seinem Namen für den Konzern, auch wenn die Tochterunternehmen anders heißen. Darüber hinaus hat man auch immer das Gefühl, da ist jemand, der irgendwo auch Verantwortung noch trägt und übernimmt. Jemand, den man sehen kann, den man anfassen kann, der Namensträger ist. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Natürlich muss man auch sich die Prügel einstecken, wenn irgendwas im Unternehmen schief geht, unabhängig davon, ob man selbst daran beteiligt war, ob man es gewusst hat oder nicht gewusst hat. Wenn irgendwas schief geht, muss man selbst sich die Prügel einstellen. Aber das ist nun mal so. Man kann nicht nur die positiven Dinge sehen, sondern man muss dann auch entsprechend Kritik einstecken. Kritik gibt es im Sommer 2011. Die ausgelagerte Tochter Hermes arbeitet mit Subunternehmern. Manche bezahlen skandalös schlecht. Michael Otto steht in der Verantwortung. Ein neues Kontrollsystem wird eingeführt. Es muss sich noch bewähren. Den Vorstandsthron hat er schon 2007 für Manager Hans-Otto Schrader freigemacht. Er behält sein Unternehmen als Aufsichtsratsvorsitzender im Blick. Die Hamburger Jugendmusikschule. Ohne Mäzen wäre hier nicht viel los. Ich freue mich auf einen so schönen Anlass. Einweihung des neuen Konzertsaals. Das Haus ist seit 2003 nach Michael Otto benannt. Ein Dank an den Förderer. Thank you.
Der Otto-Expansionskurs hält an. Exklusive Ladengeschäfte wie Crate & Barrel steigern den Umsatz in den Weltmetropolen. Erfolg haben, aber mit den Füßen auf der Erde bleiben. Das hat der Vater seinen Söhnen vorgelebt. Sehr häufig passieren ja Fehler auch gerade in erfolgreichen Unternehmen, die jedes Jahr kontinuierliche gute Entwicklungen haben. Hubris entsteht dann doch sehr leicht und ich glaube, da ist es wichtig, sich immer wieder zu besinnen, wo man steht, was man wirklich kann und das Rad nicht zu überdrehen. Eine Überzeugung des Gründers: Jede Firma hat einen Charakter. Wenn der verloren geht, verschwindet auch der Erfolg. Werner Otto findet im Rückblick, seine größte Lebensleistung sind seine 5 Kinder. Die Menschen für ihn wichtiger als der Gewinn. Sein Lebensmotto: Heraklits Pantarei, alles fließt. In den letzten Jahren geht Werner Otto fast nur noch zusammen mit seiner Frau Maren aus dem Haus. Heute natürlich, wenn mein Vater 102 Jahre alt ist, ist sie nach wie vor für ihn die zentrale Person, die ihn ganz fürsorglich betreut und viele Dinge, die er selber nicht mehr machen kann, ihn dabei unterstützt, ihn unterhält. Ich glaube, er hätte sich eine bessere Frau nicht wünschen können. Und die beiden gehen ja jetzt auch auf die goldene Hochzeit zu. Das hätte er sich damals nicht träumen lassen, als er im Jahr mit 53 Jahren sie damals geheiratet hatte. Otto ist heute wieder in der Hand der Familie. 2008 wurden alle Fremdanteile zurückgekauft. Die dritte Generation geht eigene Wege. Sohn Benjamin betreibt ein Elektronikunternehmen in Hamburg. Mein Sohn hat zumindest gesagt, dass er so in 2-3 Jahren durchaus Interesse hätte, auch dann zu mir in die Unternehmensgruppe zu kommen. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, aber letzten Endes muss er entscheiden, ob und wann er kommen möchte. Denn für ihn ist das ungleich schwieriger, als es für mich damals war.